Liebe Freunde, meine Damen und Herren, es ist guter Brauch in unserer Partei, dass ein Bundesvorstandsmitglied Landesparteitagen die Grüße des Bundesvorstands überbringt. Hier, liebe Freunde, stocke ich schon, da mich niemand beauftragt hat. Wie sollte dieser Bundesvorstand auch, da er gerade beschlossen hat, Ihren Landesvorsitzenden aus der Partei zu werfen? Schon in diesen wenigen Sätzen steckt der ganze Irrsinn dieser Maßnahme, die vor keinem Schiedsgericht und keinem ordentlichen Gericht halten wird, so wahr ich hier stehe. Damit wir uns nicht falsch verstehen, auch ich halte die Dresdner Rede Björn Höckes nicht für ein Meisterwerk politischer Klugheit. Und ich finde es toll, dass er das soeben selbst eingeräumt hat. Nur, liebe Freunde, und das ist auch schon gesagt worden, er hat nichts gesagt, was die Ordnung oder die Satzung unserer Partei verletzen würde. Er hat von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch gemacht und Dinge gesagt, die Rudolf Augstein 1998 noch viel kompromissloser ausgedrückt hat. Und ich finde, man sollte das Zitat immer wiederholen von 1998. Da hat der Spiegel-Herausgeber gesagt: Nun soll in der Mitte der wiedergewonnenen Hauptstadt Berlin ein Mahnmal an unsere fortwährende Schande erinnern. Anderen Nationen wäre ein solcher Umgang mit ihrer Vergangenheit fremd. Man ahnt, dass dieses Schandmal gegen die Hauptstadt und das in Berlin sich neu formierende Deutschland gerichtet ist. Man wird es aber nicht wagen, so sehr die Muskeln auch schwellen, mit Rücksicht auf die New Yorker Presse und die Haifische im Anwaltsgewand die Mitte Berlins freizuhalten von einer solchen Monstrosität. Liebe Freunde, da ist das, was Björn Höcke gesagt hat, ein Windsäuseln dagegen. Was, liebe Freunde, haben wir aus unserer Partei gemacht? Wir, die wir anders sein wollten, die wir Meinungsfreiheit, Meinungspluralismus und Mut zur Wahrheit proklamiert haben, würden heute den Spiegel-Herausgeber nicht in der Partei dulden. Was für ein Wahnsinn! Die Gründung der AfD war auch dem Wunsch breiter Bevölkerungskreise geschuldet, wieder frei sagen zu dürfen, was man denkt, ohne stigmatisiert und sozial ausgegrenzt zu werden. Meinungsfreiheit, Meinungspluralismus und der Mut zur Wahrheit wurden daher zum Markenkern unserer AfD. Sie ist zur Stimme des kleinen Mannes geworden, der Angst vor dem sozialen Abstieg, der politischen Bedeutungslosigkeit und dem Fremden hat und der sich wenig darum schert, welche Worte er dafür benutzen darf und welche nicht. Diesen Markenkern setzen wir nun aufs Spiel. Und wofür? Aus Angst vor den Mainstream-Medien, um anzukommen im politischen Betrieb und aus Sorge vor dem Missfallen der bürgerlichen Eliten. Wie armselig ist das?
Dabei, liebe Freunde, ist es doch gerade die Strategie der Altparteien, mit Sprachverboten Politik zu machen und uns auszugrenzen. Und nun bedienen wir genau diese Strategien. Unsere Gegner, und da haben Sie leider völlig recht, werden argumentieren, wenn der eigene Bundesvorstand schon Höcke loswerden will, was für ein schlimmer Rechter muss er dann sein? Früher hieß das, wir liefern noch den Strick, an dem wir aufgehängt werden. Das ist Dummheit. Schon gab es Gerüchte über unseren Freund Poggenburg. Zwar hat sich der Bundesvorstand gestern ganz eindeutig gegen all diese Gerüchte ausgesprochen, aber es gibt ein altes Sprichwort, wo Rauch ist, ist meistens auch zumindest Feuer gewesen. Doch, liebe Freunde, die Zeit der Säuberungen ist Gott sei Dank vorbei. Aber ich sage auch, wehret den Anfängen. Warum soll uns der kleine Mann wählen, wenn wir von den anderen nicht mehr unterscheidbar sind, wenn wir nicht mehr in seiner Sprache reden, sondern in der Sprache der Eliten? Liebe Freunde, der feindliche Akt gegen unseren Freund Höcke ist, ich habe es schon gesagt, auch eine politische Dummheit. Ausgerechnet diejenigen, die seit Jahren die Gesetze brechen und den Rechtsstaat mit Füßen treten, die unser Geld in Griechenland in ein Fass ohne Boden schütten, die unsere Staatsgrenzen nicht zu schützen vermögen und Millionen fremde Menschen in dieses Land haben, holen wollen, ausgerechnet diejenigen wollen uns zur verfassungsfeindlichen Partei erklären. Und wir, liebe Freunde, liefern Ihnen noch die Argumente. Was für ein Irrsinn! Dabei sollten wir unsere ganze Kraft gegen den politischen Gegner richten. Denn was sind denn die politischen Alternativen? Über die CDU lohnt es kaum noch ein Wort zu verlieren, seit sie der Flüchtlingskanzlerin anhängt. Diese Partei ist weder konservativ, noch liberal, noch sozial. Fazit: Wer hat uns verraten? Christliche Demokraten. Und liebe Freunde, machen wir uns nichts vor. Mit Martin Schulz wird es nur schlechter, nicht besser. Er repräsentiert die bürokratische Europäische Union, den europäischen Superstaat, Eurobonds für alle. Und jetzt bekommen wir auch noch die Quittung: Nullzinspolitik, aber dafür Inflation. Merkel und Schulz, liebe Freunde, das sind Pest und Cholera. Von den Grünen muss man gar nicht reden. Alles, was wir zutiefst ablehnen, ist in der Grünen Partei verkörpert. Sie ist das Erbe der rot-grün versifften 68er Generation, wie es unser Freund Meuthen unnachahmlich ausgedrückt hat. Bleiben die Linken, die kaum besser sind. Aber immerhin haben sie mit Sarah Wagenknecht eine Politikerin, die nachdenkt und nicht dem Refugees Welcome der Bundeskanzlerin nachläuft. Unter Blinden ist halt der einäugige König. Das politische Erbe dieser Parteien ist verheerend. Und wir wollen und werden dieses Erbe zerstören. Vieles macht uns Mut. Die Briten haben sich ihre Souveränität zurückgeholt.
Und die Amerikaner haben zum Entsetzen der westeuropäischen Eliten einen Präsidenten gewählt, der einfach tut, was er angekündigt hat. Das ist für unsere Politiker völlig was Neues. Und deswegen sind sie so dagegen. Vielleicht werden Holland und Frankreich die ersten Länder Europas sein, die den Weg in den Abgrund verlassen, die Masseneinwanderung und schleichende Islamisierung stoppen. Deshalb, liebe Freunde, lasst uns zuversichtlich sein. Und vor allem, lasst uns einig sein. Daher ist mein Wunsch an die Thüringer Patrioten, was ich schon auf meinem eigenen Parteitag gesagt habe, was Schiller als Mahnung in seinem Tell dem alten Attinghausen in den Mund legt. Seid einig, einig, einig. Ich weiß, liebe Freunde, dass ihr meinen Freund Björn Höcke nicht nach Berlin ziehen lassen wollt, dass ihr ihn hier in Thüringen braucht. Ich habe darüber nicht zu befinden, aber ich gestehe, ich bin traurig. Ich bin ein alter Mann und habe nicht mehr die jugendliche Kraft unseres Freundes. Er wird uns fehlen im Berliner Politdschungel. Eine Rede wie die in Dresden, etwas verändert, auch in der Tonlage, lieber Björn Höcke, im Deutschen Bundestag und wir hätten die Republik gerockt. Es sei nun, wie es sei. Lassen Sie uns diesen Parteitag im Geist der Einmütigkeit und des Zusammenstehens beginnen und lassen Sie uns im Gedächtnis behalten, womit Sebastian Haffner seine berühmten Anmerkungen zu Hitler beschließt. Ich zitiere, Sie wissen, Haffner war Emigrant, er musste vor Hitler fliehen. Und noch weniger gut ist, dass viele Deutsche sich seit Hitler nicht mehr trauen, Patrioten zu sein. Denn die deutsche Geschichte ist mit Hitler nicht zu Ende. Wer das Gegenteil glaubt und sich womöglich darüber freut, weiß gar nicht, wie sehr er damit Hitlers letzten Willen erfüllt. Und da ich weiß, dass mein Freund Björn Höcke ein Bismarck-Verehrer ist, rufe ich ihm zum Abschluss noch ein Wort des preußischen Ministerpräsidenten aus dem Jahre 1866 zu. Mit den Feinden wird man fertig, aber die Freunde, man kann auch sagen Parteifreunde. Dankeschön.